Marek Mitterl, nach insgesamt 17 Jahren geht für dich die Zeit beim Club vorerst zu Ende. Wie blickst du auf die lange Zeit dann doch, die du jetzt hier warst, als Spieler, als Trainer beim Club zurück? Geile Zeiten, muss ich ehrlich sagen. 2003 gekommen und wir reden, heute ist 2021, das heißt bei Club 17 in Deutschland 18 Jahren. Ja, für mich persönlich, für meine Familie, sportlich und menschlich, ein Traumzeit. Dieses Wort Traum, ich benutze extrem viel, weil das ist einfach so und ne, alles perfekt. Du hast in deiner Karriere viel erlebt. Du warst Pokalsieger, Torschützenkönig in der ersten Liga, in der zweiten Liga, Dramen mit Aufstieg, Abstieg. Du warst überall involviert. Was ist so das Highlight, wo du sagst, da denke ich besonders gerne zurück? Gibt es dieses eine Highlight oder so ein, zwei Highlights? Nicht ich, aber wir, weil ohne meine Mitspieler, ohne die Leute, wo habe ich in den 17 Jahren bei Club erlebt und kennengelernt, die haben mich extrem, extrem viel geholfen und einfach jede Sekunde in diesem Verein. Ich kann mich noch gut erinnern, erste Trainingseinheit hinten auf Viererplatz, damals Neuzugang, heute sitze ich da wie Trainer. Ich denke, die Spielerkarriere plus die Trainerkarriere ist einfach Unterschied, aber trotzdem, du musst Liebe zu diesem Job haben, Liebe zum Fußball, Liebe zum Verein, zum Fans, und die Liebe hat einfach gepasst. Und egal was, welcher Tag, egal was und welches Ergebnis war, war das Ergebnis positiv oder negativ. Jeder Moment, jede Sekunde war für mich einfach wunderbar und überragend. Liebe ist ein gutes Stichwort, auch von den Fans. Du warst absoluter Publikumsliebling. Hast du die Liebe zurückbekommen? Mitarbeiter, Kollegen, wenn man denen spricht, sprechen nur im Positiven von dir. Was macht das mit dir? Was ist das für dich für ein Gefühl? Ein richtig schönes Gefühl. Was war für mich auch irgendwie klar und wichtig. In Fußballkarriere, aber dann auch nach Karriere, will ich der genau gleiche Mensch sein. Das heißt, in diesem Fall hat sich nicht geändert und das ist für mich der persönliche Sieg in diese Sachen. Und plus diese Stelle wie Publikumsliebling und alles. Na, ich habe meinen Job gemacht, ich hoffe, habe ich den Job echt gut gemacht. Und es ist schön, wenn die Fans haben eine gute Erinnerung an meine Persönlichkeit. Das ist einfach geil. Jetzt beginnt für dich ein neues Kapitel in deiner Karriere. Du wechselst zur slowakischen Nationalmannschaft. Du warst vorher schon Teil der Mannschaft, hast mit der Mannschaft die Qualifikation für die EM vorbereitet bzw. geschafft. Was ist das, oder beziehungsweise was sind für dich die Gründe, jetzt zu sagen, ich gehe jetzt fest zum Verband? So wie das steht auch in den Zeitungen, auch jetzt muss ich sagen, natürlich, ich hab die Führungsleute, war das Michael Wiesinger oder Dieter Hecking, habe ich einfach informiert, weil die Kommunikation muss da sein. Und im Januar, wo kommt die Thema und die Frage für mich persönlich, habe ich einfach offen gesprochen, habe ich gesagt, gut, im März oder Ende Mai, jetzt wo startet Vorbereitung und die EM, das kann ich beides machen, weil wir haben mit zweiter Mannschaft keine Punktspieler, das heißt, da ist alles ruhiger und entspannter. Aber im Sommer, wenn startet die neue Liga, neue Saison, und ich hoffe, das wird auch so sein, dann braucht einfach die zweite Mannschaft, wo ist wichtige Mannschaft, der braucht den festen Trainer. Der feste Trainer, welcher ist immer dabei. Im Sommer oder jetzt in Ende Mai plus Juni bin ich dann 5 Wochen weg. Wo soll die Vorbereitung schon starten? Dann die Qualifikationsspiele September, Oktober, November. Dann bist du 2 Wochen weg plus die Quarantänezeit. Das heißt, du bist da, du bist nicht da. Und Entscheidung muss ich treffen. Und ich habe mich entschieden für Nationalmannschaft. Für Nationalmannschaft, so wie das auch irgendwie soll sein, offen sein. Und habe ich diese Entscheidung getroffen. Wie groß ist die Vorfreude, dass es dann jetzt bei der EM auch dann losgeht, dass ihr es geschafft habt zur EM und dass ihr dabei seid? Ich war noch nie bei so einem Turnier. Noch nie wie Spieler. Und muss ich auch ehrlich sagen, Vertrauen von Cheftrainer von Nationalmannschaft plus von komplettem Präsidium ist für einen Fußballer, ist für einen Sportler einfach in eigenes Land, im Trainerteam zu sein, ist geil. Ist geil, das passiert sich nicht jedes Jahr, nicht jedes zweite Jahr. Und für mich natürlich ist das auch eine Ehre. Ich darf dabei sein. Das heißt, freue mich auch extrem auf diese Aufgabe und diese Turnier.
Und dennoch ist eine Rückkehr nicht gänzlich ausgeschlossen. Die Tür steht immer offen, das hat auch Dieter Hecking gesagt beispielsweise. Du bist immer willkommen, auch bei den Fans, bei den Mitarbeitern, bei den Kollegen. Ist das dann nochmal so ein Zeichen, was der Club dir bedeutet, beziehungsweise umgekehrt, was weiß der Club, was der an dir hat? In 17 Jahren zwischen meiner Persönlichkeit und FCN hat sich nicht etwas Schlimmeres passiert. Klar, Erfolg, wenig Erfolg, das ist etwas anderes, aber trotzdem menschlich hat alles gepasst. Und ich denke, nur ein Mensch kann so lange im Verein bleiben, wo von beiden Seiten ist irgendwie Zufriedenheit und alles passt. Das heißt, wenn ich darf irgendwann wieder zurückkommen und ich entscheide wieder für Verein, dann ohne eine Sekunde nachzudenken. Und ja, ich freue mich, wir gehen ihn sauber auseinander, sauber, ehrlich auseinander. Das war auch für mich und für die Leute auch im Verein extrem, extrem wichtig. Da hinten steht alles korrekt. Das heißt, ich bin echt froh. Und eine Auge weint, andere lacht sich, aber trotzdem. Leben geht weiter und FCN, Dankeschön für alles. Fans, sowieso ohne Diskussion. Und ich wünsche euch alles, alles Gute. Sehr schönes Schlusswort. Ich glaube, man kann es mit dem bekannten Liedtext niemals geht man so ganz ein bisschen beschließen. Du wirst immer ein Teil der Clubfamilie sein und jederzeit herzlich willkommen sein. Marek, danke dir und alles Gute für deine Zukunft. Ahoi, danke, danke, danke. Ciao.